Hi, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Tech Trash. Ihr habt es euch gewünscht, die günstigsten Kopfhörer auf Amazon. Beides Bluetooth, einmal Over-Ear und einmal Ohrstecker. Wir schauen die uns heute mal gemeinsam an. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich die Teile hier jetzt leider schon geöffnet. Das Unboxing fällt heute also leider weg. Warum? Tja, ich habe das Video gerade schon mal gedreht und dachte mir irgendwie beim Schnitt, okay, schneide ich das Ganze und ich war einfach, ja, gar nicht zufrieden, fand es ziemlich beschissen. Deswegen drehen wir das Ganze jetzt nochmal und hoffentlich besser. Und ich bin am Ende damit auch zufrieden, was ich hier euch vorstelle. Wir haben hier zwei verschiedene Kopfhörer. Einmal die i7s TWS. Haben so ein bisschen Apple AirPod Optik. Na klar, nicht so hochwertig, aber ja, von der Optik jetzt mal nur grob mal kurz angesprochen. Wir packen die mal kurz aus, dass ihr einen kleinen Eindruck habt, wie das Teil daherkommt. Das ist diese Ladestation, die wird natürlich ganz normal per Micro-USB, ihr seht es, hinten geladen. Und ja, liegt sogar ein kleines Micro-USB-Kabel bei, deswegen ganz cool. Ein User-Manual, das ist allerdings nur auf Englisch, meine ich. Bluetooth, Usage, yes. Auf Englisch und Chinesisch, also brauchen wir erstmal nicht. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Können wir eigentlich zur Seite stellen schon. Hier haben wir dann letztendlich die Ladebox mit den Kopfhörern. Und natürlich auch noch Over-Ear-Kopfhörer, die nennen sich, keine Ahnung, wie die sich nennen, steht hier jetzt keine genaue Bezeichnung, auch mit einer kleinen Gebrauchsanweisung, ein Micro-USB-Kabel, ähnlich wie bei den anderen Kopfhörern, zum Aufladen. Thank you, brauchen wir alles nicht. Und hier war das Ganze auf Deutsch sogar beschrieben, das ist ganz cool, denn es gibt doch ein paar Funktionen bei dem Kopfhörer. Als kleine Funktion vorweg schon mal gesagt, das Teil hat einen Micro-SD-Karten-Slot, das heißt, ihr könnt das Teil auch als MP3-Player nutzen. Einfach Micro-SD-Karte rein mit Tracks drauf und, oder einem Hörbuch und schon geht's los. Ziemlich krass. Ja, mit welchen der beiden Kopfhörer fangen wir an? Ich habe vor einigen Tagen ein Video von MKBHD gesehen. Einige Technikinteressierte werden ihn sicher auch kennen. Der hatte da auch so ein ähnliches Format gerade und hat da auch mal 5 der günstigsten Kopfhörer vorgestellt und hat sich selbst eigentlich die Frage so gestellt, ja gut, was müssen die Teile können? Was will der Nutzer eigentlich haben? Was wollt ihr? Und im Endeffekt will man natürlich, klar, wenig zahlen. Die Audioqualität sollte trotzdem okay sein, aber das ist nicht mal der wichtigste Punkt. Die Teile sollten einigermaßen okay aussehen und sollten auch einfach halten, ja. Und genau unter diesen Aspekten würde ich sagen, macht es auch wirklich Sinn, bei Kopfhörern, bei günstigen zumindest, mal ranzugehen. Da steht jetzt nicht der Sound an 1, es ist einfach so. Und deswegen, ja, gehen wir mit dieser Herangehensweise jetzt mal an diese Kopfhörer heran, wenn man das so sagen kann. Und wir testen das Ganze mal. Ja, ich habe mir jetzt hier gerade nochmal die Bedienungsanleitung zur Hand genommen. Und ja, es gibt noch ein paar Sachen zu sagen natürlich an Specs. Die Teile haben ein Mikro verbaut. Ich blende es euch hier gerade mal ein, genau. Das heißt, ihr könnt damit auch über Bluetooth natürlich telefonieren. Sonst natürlich noch einen Klinkenanschluss, ein Micro-SD-Karten-Slot, wie schon angesprochen. Ein Ladeanschluss. Damit solltet ihr dann 2 bis 3 Stunden laden laut Herstellerangaben und habt bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit und bis zu 250 Stunden Standby-Zeit. Ziemlich gut eigentlich die Specs. Sonst haben wir hier noch seitlich einen On- und Off-Button. Mache ich jetzt schon mal an. Ja, ein Anruf. Okay, das ist ein bisschen krass billig wirkt, dass diese Stimme da, vor allem mit dem schlechten Englisch, da könnte man doch wenigstens einfach eine perfekte englische Stimme einfügen. Aber nun gut, darum geht es jetzt auch nicht. Ja, was haben wir sonst? Ein Button natürlich für die Musikwiedergabe, Play und Pause, sowie eine Anruf-Entgegennahmefunktion, nächstes Lied, leiser, lauter und so weiter. Außerdem haben wir hier noch einen kleinen LED-Indikator, der blinkt hier. Genau, das heißt, gerade ist es im suchenden Bluetooth-Modus, falls man das hier erkennt. Und ja, deswegen suchen wir jetzt auch mal direkt und ich mache mal den ersten Check. Also die Stimme, die muss ich hier euch gerade nochmal einblenden, wenn das Bluetooth-Gerät verbunden wird. Abartig, schrecklich. Trotzdem höre ich mir jetzt natürlich mal ein Lied an. Musik.
Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber die Audioqualität ist ausreichend, würde ich sagen, auf jeden Fall, um damit angenehm Musik hören zu können. Außerdem sind die Kopfhörer hier extrem leicht und ich glaube auch sehr stabil, so von der Belastbarkeit her. Wirkt natürlich dadurch auch ein bisschen plastikmäßig, aber trotzdem, sie sind sehr leicht, das heißt, sie stören auch nicht krass auf dem Kopf. Was mich ein bisschen stört, diese Ohrmuschel, ja, da hätte ich es schöner gefunden, wenn die hier einfach komplett abschließen würde, so wie es auch bei meinen Beats zum Beispiel der Fall ist. Die haben natürlich auch noch Noise Cancelling, dann ist man eh komplett abgeschottet. Aber das wäre einfach ein bisschen angenehmer, weil die sitzen hier einfach nur so ein bisschen drauf. Aber sonst würde ich sagen, gehen auf jeden Fall in Ordnung. Wir schauen uns direkt die nächsten Kopfhörer mal an. Beziehungsweise es sind ja eher Ohrstecker. Ich habe es schon gesagt, die sind so ein bisschen in der Apple AirPod Optik, ihr seht's. Die Box hier wirkt erstmal so, eher ein bisschen plastikmäßig. Wir haben hier unten einen kleinen LED-Indikator, der uns auch noch sagen kann, wie der aktuelle Akkustatus der Box ist, denn die wird ja sozusagen geladen und darüber dann eben die beiden Kopfhörer. So, ich habe die jetzt gerade mal angemacht. Ihr seht, die blinken farbenfroh. Kleiner Hinweis an alle China-Hersteller, die gerade zuschauen, lasst sowas lieber weg, das wirkt einfach nur billig. Aber nun gut, es soll ja trotzdem auch um die Funktionalität gehen und den Sound. Ich versuche das Ganze jetzt hier mal. Muss ich den Kopfhörer wieder trennen? Ja, vielleicht habt ihr es gehört. Your headset is connected. Und ja, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Na, so. Okay, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, soundtechnisch sind die schlechter definitiv als die großen. Klar, ist ja auch irgendwo logisch, hier kann eine große Membran schwingen, hier ist es alles Mini. Tech Trash oder nicht? Ich würde sagen, Tech Trash und kein Tech Trash. Die Kopfhörer würde ich mir sogar kaufen für den Preis, sage ich mal, einfach für unterwegs Musik zu hören. Machen einen schönen Sound, haben tolle Features, vor allem gerade für Kinder vielleicht auch echt interessant. Ihr habt einen Micro-SD-Karten-Slot, ihr könnt, wie gesagt, einfach zum Beispiel irgendwelche Lieder oder ein Hörbuch drauf spielen. Ihr braucht kein anderes Gerät. Vielleicht auch mal ganz interessant, gerade, wie gesagt, schon angesprochen, für Eltern, für ihre Kinder. Denn so haben die dann nicht die ganze Zeit ihr Smartphone oder so noch bei sich, sondern ihr könnt auch sagen, vor allem wenn die noch kleiner sind, denen einfach mal nur die Kopfhörer mit der SD-Karte zu geben, können die trotzdem sich beschäftigen und hängen nicht die ganze Zeit vor den Medien, was ja sehr empfehlenswert ist. Deswegen Empfehlung von mir an der Stelle auf jeden Fall und die hier bin ich nicht so begeistert, der Sound ist nicht so gut, diese Blink-Optik wirkt eher billig und ja, auch diese ganze Verarbeitung hier. Beide kosten ähnlich viel, ich glaube um die 15 Euro, Links natürlich in der Videobeschreibung und ja, das soll es auch schon von diesem kleinen Test gewesen sein. Ich muss mich jetzt noch ransetzen und schnell das Video fertig schneiden, denn morgen geht's nach Konstanz zum Seenachtsfest am Bodensee. Vielleicht ist ja jemand von euch auch vor Ort, wird auf jeden Fall ein super schöner Abend, ultra empfehlenswert, das Seenachtsfest, wie ich finde. Und ja, dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir gerne auf Instagram, realvenix, über ein Like und Abo freue ich mich natürlich auch wie immer. Bis dahin, macht's gut. Ciao.